Gefangen im Labyrinth der Spinnen. Keine Munition mehr vorhanden. Getrennt von den eigenen Männern. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück hier bei einer neuen Folge Metro 2033. Tja, wir nähern uns immer mehr D6, wo wir ursprünglich eigentlich hin sollen. Immer mehr, aber momentan sieht doch eher sehr schlecht aus für uns. Was ist das denn hier? Pfeile. Ja, die können wir jetzt alle gar nicht gebrauchen, ne? Wie ich ja schon sagte, wir haben ja auch gar keine Munition mehr, ey. Das ist, Alter. Also echt, jetzt sieht es gerade wirklich sehr schlecht aus um uns, ne? Es sieht momentan nicht gerade so famos aus. Aber hier finden wir doch bestimmt... Lass hier irgendwie Schrotmunition sein. Ja! Lad nach! Lad doch! Ach nee, das ist die ja gar nicht. Lad nach. Okay, 4 Schuss. Ist jetzt nicht, gerade sehr viel, aber... Besser als nichts, auf jeden Fall. Und hier... Ein weiterer Eintrag. Eintrag 3. Ja, die Rede ist hier von diesen Spinnen. Und ich hoffe doch wirklich, dass wir hier überhaupt wieder jemals rauskommen. Ach, da sollen wir lang sogar. Okay. Liegt hier noch vielleicht irgendwo was? Ich glaube nicht, dass wir da unten rein sollten. Das sieht doch eher ein bisschen alles verseucht aus. Also verstrahlt. Und ich hoffe doch, dass wir langsam mal hier unsere Männer wieder treffen werden. Jetzt ist halt momentan ist das auch alles wirklich sehr ruhig gehalten hier. Ich weiß nicht, ob mich das zufriedener stimmen sollte oder nicht. Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal wieder raus. Alter. Was ist das denn? Alter. Da seid ihr ja! Gott sei Dank. Oh, na Gott sei Dank, ja wirklich. Wir haben Stefan verloren. Mist! Warte, der nächste weg! Ruhe! Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Von wo? Von da? Was ist denn? Ein Zug? Na jetzt. Na jetzt halt an. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Okay. Das schaue ich mir mal an. Mach das mal. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Hier hätten wir noch eine Gasmaske, brauchen wir gar nicht. Sollen wir da mal reingehen einfach? Ich traue mich gar nicht. Ach gut, er ist auch schon drinne. Irgendwie habe ich ein Ungottesgefühl dabei. Nicht nur du, mein Freund, nicht nur du. Der sieht auch noch wirklich sehr sauber aus. Alles ne? klar. Und alles heil. Keinen anderen Weg. Wir müssen also tatsächlich mit der Bahn hier fahren. Ich mach schon Platz, geh mal ran hier. Mein Freund. Ach du Heiliger. Ja. Einen anderen Weg. Na, ich bin gespannt. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden haben. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Tja, so ist es wohl. D6. Okay. Ich wette mit euch, jetzt passiert hier noch gleich wieder was. Ein Angriff. Gasmasken, schnell! Ja, ich hab meine schon auf. Die ganze Zeit, was sag ich, die Zeit überhaupt? Oh, ich hab keinen Filter mehr. Nein!
komme hier nicht durch. Kann da nicht hin. Alter, ich mag das ja gerade voll mit diesen langsamen Gehen. Also 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Passt also gut auf. Besonders du, Artyom. Diese Schleichen jetzt hier, dieses vorsichtige Vorgehen. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl. Jawohl, Herr Offizier. Okay. Dann ziehen wir mal los. Ist hier noch irgendwo was? Da! Ja, ja, genau das brauche ich. geht auch schon los jetzt gerade, ne? Er schnauft schon. Okay, ich werde das aber möglichst versuchen, lange rauszuzögern jetzt auch immer. Wir sollten auch möglichst alles abgrasen, was geht. Jawohl, Filter, Filter, Filter. Genauso will ich das haben. Genauso will ich das sehen. Okay, mehr ist hier nicht. Wir schauen uns den Zug davor nochmal an. Komm, lass hier auch noch was sein. Ah, okay, jetzt geht los. Jetzt wird ihm schlecht. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay. Wir kommen. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Haha. Du bist doch wirklich ein richtiger Scherzgeeks, ne? Richtiger Scherzgeeks. Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Meinst du? Ich bin gespannt. Wir bleiben dicht hinter dir. Die Taschenlampe aufgeladen. Ziehen wir weiter. Okay. Hier haben wir noch. Oh. Ja, super. Na dann, probier mal. Hey, was ist los? Nichts Gutes. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Okay. Kommen wir hier durch? Ja, hier auch? Nee, schade. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Alter, wie... Was war das denn eben? Ach. Das olle Licht hier oder was? Alter, wie krass das gemacht. Da müssten vier Startermotoren sein. Such sie. Vier Startermotoren. Ach, alles klar, ich sehe sie schon hier. Um damit was sammeln zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen. Ach, das muss ich erst machen. Okay. Dann machen wir das mal. Zack, 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 zack. So. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen! Erster Knopf! Ja! Dritter Knopf! Was? Dritter? Hier! Okay, weiter! Zweiter Knopf! Vier? Halt, scheiße, 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 schnell! Dann ist die zwei hier. Eieieiei. Gehen wir weiter. Vierter Knopf. Hier. Alter, das hast du krass gemacht. Das ist total geil. Bravo. Komm hier zurück. Wo ist sie denn hier? Hurra. Okay, Soldaten. Zum Bahnsteig. Wir versuchen, das Ding zu stoppen. Nein. Hä? Alter.
Boah. Los, starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Scheiße! Wieso geht... Cool! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Ja, immer ein bisschen raufgeschlagen hier, ne? Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Alter. Das kommt mir aber gerade total bekannt vor von Last Light hier, dieses Schienensystem hier. Alter, krass. Richtig geil. Okay, Jungs. Geht los, oder? Los! Na, dann fahren wir mal. Vermutlich weiter nach unten, ne? Genau sieht's aus. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Ja. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Ja, genau das, was wir nämlich machen, ist falsch. Trotzdem jetzt, Alter, trotzdem diese Atmosphäre gerade, die ist einfach nur, ist gar nicht zu beschreiben, man muss das wirklich selber spielen. Ullmann nach links, Professor nach rechts, Artyom, gib mir Deckung. Ich bin da. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Wie machen wir das auf? Lass mich mal gucken hier. Hier ist nix. Nee. Was ist das hier? Halt! Was hat er mir gerade. Was hat er mir denn gerade gezeigt hier? Hä? Was, wenn. Hier war doch eben eine Hand. Ach so. Okay, Strom haben wir schon wieder. Jetzt müssen wir mit die Lok hier fahren, oder was? Yo! Ach, Ullmann, los geht's! Super! Da hat er durchgekratzt eben ein bisschen, ja, war auf der Gleise. Zu geil. So, jetzt ist der Motor durchgebrannt, schön. Es wird gespeichert. Los. Ja, leise. Jetzt alle ruhig hier. Okay, wir sind drin anscheinend. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Anleitung A124, Seite 3. Platine DS22. Ah, genau. Da. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Es funktioniert. Super. Jawohl. Ausgezeichnet. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. Zehntens. Das kann nicht sein. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Den Planer ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen. Na. Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen. Jawohl. Okay, zurück also. Scheiße, Alter. Es muss auch immer was sein, ne? Immer ist irgendwas. Verflucht nochmal! Was ist das für eine Dinger? Scheiße.
Ich wusste, es ist nicht einfach. Oh. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Alter, das doch noch. Das heißt, wir müssen jetzt noch weiter runter. Verdammte Axt, Alter. Was sagen die Filter? 10 Minuten, super. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Aber wie dunkel ist das denn jetzt hier auf jeden Fall schon wieder? Verdammt! Hier ist überall Scheiße! Wie ekelig! Oh oh. Und wie er schon selber sagte, das verheißt doch nicht. Gut jetzt. Ach, du Kacke, wie das hier aussieht. Oh oh, oh. Leute, die hat knistern. Radioaktivität. Ich setze mir nochmal einen neuen Filter auf gleich. Scheiße, Alter. Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig. Okay. Wir decken uns gegenseitig. Ja. Ich kann hier nicht so viel schießen. Ich habe nur noch 4 Patronen. Was ist das denn? Wie, Feuer. Hätte ich den mitnehmen können, den Feuer, den Flammenwerfer? Ich habe wieder Munition gekriegt. Oh. Alter, ein Glück, warte mal. Die lernen wir auch nochmal gleich nach. Zack, zack. Die musst du down machen. Ich muss mich ein bisschen zügeln mit meinen Patronen. Tut mir leid, Alter, aber wir müssen echt ein bisschen sparsam sein jetzt. Und ich glaube, die lasse ich mir sowieso noch komplett. Nehme ich lieber doch erstmal wieder die Schrot. Momentan sieht alles gut aus. Ich muss nur ein bisschen drauf achten, nicht, dass hier noch wieder was von hinten angescheißert kommt. Was ist das denn? Nee, noch nicht. Alles gut, ich hab mich verfolgt. Na, jetzt dreht er völlig durch, wa? Jetzt drehst du völlig durch. Verflucht nochmal! Alles wird gut, Alter. Aber das sieht aus hier alles, ne? Alter Schwede. Da kommen noch mehr raus, oder nicht? Blup. Die sind alle leer. Was? Okay, haben wir. Da hinten leuchtet noch was. Scheiße, Filter wechseln. Okay. Was ist das denn? Alter, das ist hier alles komplett verseucht. Ich habe immer das Gefühl, als wenn da was drin ist. Manchmal sieht das nämlich so komisch aus, aber... Er täuscht doch nur. Der Schein trübt. Ich meine, er so schön sagt. Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. Was? Alter, ist das ein Arsch? Unsichtbare Beobachter. Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Ja, da sagst du was. Ist das ein Penner? Ganz ehrlich mal. Okay. Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor. Links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Wladimir! Wenn du das nur sehen könntest! Mach dich bereit, Artyom! Es wird heiß! Der Alter, Mist auf was? Dem Boden ist bestimmt giftig! Und jetzt das Gas! Hier halten wir nicht lange durch! Ach du Kacke!
Wo zum Teufel sind wir hier? Sind wir hier nur gelandet? Ach, du Heiliger. Wir können schon wieder die Filter wechseln. Ach, du Kacke. Ja, Leute, und ich würde sagen, wie das hier weiter vonstatten geht, das und noch mehr sehen wir doch hoffentlich wieder im nächsten Part. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wieder fürs Zusehen und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde mich freuen darüber und sage tschüss. Also ich war schon an vielen Orten, habe viel Scheiße gesehen. Aber das hier ist eine Klasse für sich. Und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.